Hallo Minecraft-Freunde, hallo ihr Lieben. Ich mache jetzt mal eine ganz kurze Quaselrunde. Also, ja. Normalerweise ist es ja nicht so, dass ich nur quassel in den Videos, aber heute, dieses Video ist mal nur Gequatsche. Das ist sozusagen von meinem, ja. Ich habe mir mal überlegt, ob ich so eine kleine, einfach so Quassel-Videos machen soll. Dieses Video ist aber halt vorrangig dazu da, um mal anzukündigen, dass ich am Donnerstag, also, ja, am 4. Juni einen Livestream veranstalten werde. Also Minecraft-Livestream. Was ich genau da streamen werde, kann ich noch nicht sagen. Ich weiß es immer, ich kann es euch nicht wirklich sagen, was ich streamen werde. Vielleicht wird es Minecraft Legend sein, wenn ich bis dahin noch reinkommen sollte. Vielleicht noch irgendwie Glück habe, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Vielleicht wird es auch einfach ganz normales Let's Play sein, was ich streame. Vielleicht werde ich aber auch einfach noch eine zusätzliche Twitch-Let's Play-Welt machen. Ich weiß es nicht, muss ich mal schauen. Also von daher würde ich mal sagen schon, bis, ja, also, schöne Musik vor allem, aua, ja, schaltet auf jeden Fall am Donnerstag bei Twitch ein, also Donnerstag, so 14 Uhr ungefähr, werde ich dann den Stream anfangen, muss dann irgendwann abends streamen, so, ja. Ich hoffe, ihr habt dann Spaß dabei, also, es wird mein erster Livestream sein, also so viel steht schon fest. Ich werde dann am Mittwoch davor, also am 3. werde ich vielleicht auch noch so einen kleinen Teststream machen, also morgens. Weil ich ja erstmal gucken musste, das Ganze mit Open Broadcaster funktioniert und so weiter. Weil ich ja nicht den normalen Open Broadcaster nehmen kann, sondern diesen neu programmierten, diesen Multiplattform. Weil den eigentlich den normalen Open Broadcaster gibt es ja nur für Windows und ich habe ja Mac. Die Mac-User werden immer benachteiligt bei den meisten Programmen. Weil die meisten Programme gibt es nur für Windows. Oder für Mac gibt es nur relativ wenige Programme. Leider. Also, von daher würde ich mich freuen, wenn ihr uns am Donnerstag wieder hören würden. Ihr könnt auch gerne im Chat ein bisschen schreiben. Ich weiß nicht, inwiefern ich das Ganze lesen werde. Ich weiß auch nicht, wie ich streamen werde. Hoffen wir einfach, dass es alles funktioniert. Und von daher bis Donnerstag, den 4. Juni 2015. Also, ciao.